Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Heute wieder mit einem Zigarrentasting und zwar auf Wunsch eine Maduro-Zigarre. Und ich habe mir ausgesucht die doch eher seltene und nicht so bekannte Christoph Ligero Maduro. Und der Name sagt es schon, es ist eine dunkle Zigarre, eine Zigarre mit dunklem Deckblatt, das ein Brasildeckblatt ist, ein sehr schönes Brasildeckblatt, ölig und wirklich sehr ansprechend. Die Zigarre ist hier handwerklich oben mit einem Zöpfchen verschlossen, nicht mit einer angeklebten Kappa. Und auch unten ist sie, vielleicht kann man das auf dem Video erkennen, nicht glatt gecuttet, sondern da ist der überstehende Tabak einfach umgeknickt oder dran gepappt worden wieder, wie das früher mal üblich war. Man kann übrigens diesen Tabak recht einfach auch mit dem Feuerzeug so entzünden. Man braucht nicht am Fußende der Zigarre nochmal zu cutten, am Kopfende hingegen selbstverständlich schon. Der Kaltgeruch dieser Zigarre hat etwas, ja, fast schon Animalisches, etwas Stalliges, das durchaus verspricht, also eine gewisse Kräftigkeit der Zigarre zu geben. Sie hat etwas ganz Interessantes, was man sonst so im Humidor wahrscheinlich nicht findet. Es ist sicherlich eine Zigarre, die die Geschmäcker spalten wird. Ich habe sie schon öfter verkostet, deswegen kann ich das hier im Vorhinein schon sagen. Aber schon der Geruch sagt, ich bin etwas anderes als die üblichen Dinger, die da so in deinem Humidor noch rumliegen. Und jetzt probier mich mal und schau, was ich dir noch so alles zu geben habe. Und das machen wir jetzt zunächst mal mit dem Kaltzug. Und auch der kommt schon ganz anders daher als viele Zigarren, die man gewohnt sind. Da schmeichelt sich zwar dieses brasilianische Maduro-Deckblatt an die Lippen, aber beim Zug merkt man dann, da ist noch was anderes hinter. Da ist nicht nur diese süßliche Maduro-Würze des Deckblattes, sondern da kommt kräftiger Ligero-Power hinterher, also dieser stärkste aller Tabaksorten. Interessant ist übrigens, dass Christoph diese Zigarre Robusto nennt, und wenn Sie die so betrachten, sie hat eine Länge von 140 mm, ein Ringmaß von 54, was einem Durchmesser von 21,5 mm entspricht, dann ist das doch eher schon fast so ein ausgewachsenes Toro-Format. Aber für Christoph kommt sie eben als Robusto daher. Das Umblatt übrigens, ich sagte es vorhin, stammt aus der Dominikanischen Republik, allerdings aus kubanischem Saatgut gezogen. Und wenn man sich die Bauchbinde der Christoph Ligero genau anschaut, dann steht da über dem Firmenlogo Christoph auch noch geschrieben Elite Cuban Style. Also da will man schon dem kubanischen Taste, oder es steht Elite Cuban Taste, also sogar der Geschmack, der elitäre, der Spitzengeschmack aus Kuba, da will man also wirklich eine Ansage mitmachen. So richtig kubanisch kommt der Kaltzug allerdings nicht daher. Das ist was sehr Persönliches, was sehr, sehr Eigenes. Menschen sind wie Zigarren. Beide werden am Anfang gewickelt, lassen sich später entflammen und enden als Asche. Zum Entflammen habe ich mich hier für ein Highspeed-Feuerzeug, übrigens der billigsten Marke, entschieden. Aber Sie sehen hier unten, da tut sich richtig was, wo der umgeklappte Tabak richtig stark erstmal entflammt werden muss, damit diese Zigarre Fahrt aufnehmen kann. Das ist schon ein kleines Spektakel für sich. Man kann das natürlich auch recht gemütlich mit einem Holzspan machen. Braucht allerdings dann seine Zeit, um wirklich auf Temperatur und durch diese
Tabakwulst am Fußende der Zigarre durchzukommen. Wir haben einen wirklich sehr schönen und wie Sie sehen auch sehr starken, durch dieses starke Flammen, sehr starken blauen Rauch, eine wirklich schöne blaue Rauchentwicklung. Und die ersten Züge verraten also, eine sehr ledrige, erdige, durchaus auch schon recht kräftige Zigarre, die wirklich mit leichten Pfeffernoten daherkommt. Sie ist nicht scharf, also sie ist keinesfalls aggressiv, aber sie ist kräftig. Sie ist würzig. Sehr viel Zeder vom Holz her, die man da direkt im Gaumen bekommt. Und es ist eine Zigarre, die auch eine markante Raumnote versprüht. Also sie ist durchaus präsent im Raum. Sie werden nicht jedem damit eine Freude machen. Sich selbst aber denke ich gewiss, wenn Sie ein Liebhaber von Maduro-Zigarren oder auch von kräftigeren Zigarren sind, wenn Sie mal den Abbrand schnüffeln, da kommt wieder deutlich dieses Animalische, dieses Stallige mit durch. Das ist also wirklich mal ein robuster Kerl. Vielleicht haben sie es auch deshalb Robusto genannt. Denn vom Format her, da könnte ich mich immer noch so ein bisschen drüber beömmeln, ist es doch eher eine Toro oder eine etwas zu dick geratene Corona. Aber eine Robusto ist auch eigentlich, da werden mir die Liebhaber zustimmen, ein gutes Stück kürzer. Warten wir mal den Rauchverlauf ab und schauen, was sich so ergibt, wenn wir ins herrliche Drittel kommen. Als ich 14 war, war mein Vater so dumm, dass ich ihn kaum ertragen konnte. Aber als ich 21 wurde, war ich doch erstaunt, wie viel der alte Mann in 7 Jahren dazugelernt hatte. Ich befinde mich mittlerweile im herrlichen, im zweiten Drittel. Und die Zigarre bietet ein sehr interessantes und schönes Wechselspiel zwischen Bitter und Noten und den süßlichen Aromen des Umblattes, ohne dass das eine das andere erdrückt oder überschlägt, sondern es ist eine Spannung, die da aufgebaut wird in den Aromen, die wirklich sehr geschmackvoll ist und einiges zu bieten hat. Der Zugwiderstand ist bisher über den gesamten Rauchverlauf perfekt, man kann es nicht anders sagen, es ist ein wunderbarer Zugwiderstand. Sie ist sehr gut gerollt. Bei einem hohen Ligero-Anteil, 2/3 der Zigarre sind aus Ligero-Tabak, also aus dem stärksten Tabak gemacht. Sie ist entsprechend kräftig, sie ist jetzt keine Riesenkanone, sie haut einen nicht um, aber sie ist kräftig. Das richtige oder das schönere Wort wäre vielleicht aufgrund der Aromenvielfalt, die sie bietet, opulent. Es ist eine opulente Zigarre. Der Raumduft, der cremige Geschmack der Konsistenz am Gaumen, also der Rauch hat etwas sehr buttrig-cremiges und dabei doch sehr viele Aromen, die sich aufsplittern lassen. Und gerade im zweiten Drittel ist dieses interessante süße Säurespiel wirklich von einer Qualität, wie sie nicht viele Zigarren in diesem Preissegment haben. Sie ist nicht billig, sie kostet 9,50 Euro, aber sie ist auch nicht überteuer, wie jetzt eine vergleichbare Davidoff-Zigarre oder eine Cubana in ungefähr der Qualität wäre. Ich will sagen, der Preis ist meines Erachtens vielleicht 1 Euro, 2 Euro zu hoch, als dass sie sich wirklich im Vergleich mit anderen Zigarren präsenter auf dem Markt darbieten würde, aber es ist eben eine
Boutique-Zigarre. Also das bedeutet, es ist ein kleinerer Hersteller, der mit einem exquisiten und erlesenen Produkt punkten will und nicht in die große Riesenproduktion einsteigt. Und dafür ist es ein wirklich schönes Raucherlebnis zu einem immer noch annehmbaren Preis. Adam war ein Mensch. Das erklärt alles. Er wollte den Apfel nicht des Apfels wegen, sondern nur, weil er verboten war. Jetzt nach gut einer Stunde, mehr als einer Stunde Rauchverlauf, wird es langsam Zeit, die Bauchbinde, zumindest schon mal die untere, zu entfernen. Denn man kann diese Zigarre langsam geraucht und man sollte sie langsam rauchen. Wie jede Zigarre hat dann mehr davon. Sie bereitet einem mehr Vergnügen. Ich ziehe auch gleich die obere Bauchbinde mit ab, den oberen Ring. Denn dann können wir uns gleich ins letzte Drittel hineinschleichen. Mark Twain übrigens, von dem die Zitate sind, die wir heute als Götterfunken einblenden, war ein leidenschaftlicher Zigarrenraucher, der einmal kolportiert haben soll, dass er dann nicht in den Himmel kommen wolle, wenn das Zigarrenrauchen dort verboten wäre. Also es lag ihm offensichtlich was an diesem Stoff, von dem der große französische Dichter Victor Hugo einmal gesagt hat, dass die Tabakpflanze jene Pflanze sei, die aus Gedanken Träume macht. Ein wunderschönes Bild. Und dies ist tatsächlich eine Zigarre, die zum Träumen einlädt. Eine ideale Zigarre für diese Jahreszeit, in der ich dieses Video drehe, als eine Winterzigarre, könnte man sagen. Das Wetter draußen kalt und schlecht ist und man drinnen den Kamin anhat, dann ist das ein wunderschöner, herz- und seelenerwärmender Begleiter mit seinen vielen Aromen und dem breiten aromatischen Spektrum. Die Asche ist übrigens bei dieser Zigarre sehr stabil. Sie hat auch einen guten Abbrand, der wenig Korrekturen nimmt. Ich muss also, jetzt bin ich schon etwas zu früh dran, ich habe sie fast schon mit etwas Druck abstreifen müssen. Man hätte also durchaus noch weiter rauchen können, ohne dass die Asche jetzt abfällt. Und so langsam nähern wir uns dem letzten Drittel der Zigarre. Und immer noch kommen ein paar neue Nuancen hinzu. Eine etwas weißer Pfeffer, etwas mehr Gewürze kommen jetzt zu diesem Süß-Säure-Spiel. Und ich glaube, auch das letzte Drittel, was jetzt so langsam anbricht, verspricht noch die ein oder andere aromatische Überraschung. Es ist doch bedauerlich, dass die Menschen so viele gute Sachen verwerfen, nur weil sie ungesund sind. Nach nun gut anderthalb Stunden Rauchverlauf haben wir das letzte Drittel betreten und in der Tat kommt hier noch eine kleine Überraschung. Und zwar kommen jetzt so dunkle Waldbeerenaromen noch dazu. Also da hat noch was auf uns gewartet. Es macht also durchaus Sinn, die Zigarre lange zu rauchen. Man könnte sagen bis zum nicht bitteren, sondern in dem Fall eher süßen Ende. Ein sehr guter Freund von mir, lieber Dirk, herzliche Grüße, ist ein wirklicher Genießer von Zigarren, der den Genuss durch langsames Rauchen wirklich bis zum letzten Zipfel der Zigarre ausreißt, sodass bei einer Geselligkeit jemand zu ihm mal sagte, ob er ihm denn eine Pinzette reichen solle, damit er sich die Fingerchen nicht verbrennt. So weit müssen Sie es nicht treiben, aber
Die Zigarre kann man, wie gesagt, wenn man sie langsam raucht, bis die Finger glühen, genießen, denn zum Genießen ist dieses Produkt wirklich gemacht. Mark Twain übrigens, der mit bürgerlichem Namen ja Samuel Langhorne Clemens hieß, den kennen Sie alle als Erfinder der Abenteuer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Er war aber auch ein brillanter Satiriker und ein Erzähler höchst humoristischer, kurzer Geschichten. Und es gibt eine wunderbare Abhandlung, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, über die Skurrilitäten der deutschen Sprache. Wenn Sie die mal finden oder ergoogeln wollen, das ist ein wunderschönes, humoristisches Andenken an unsere Muttersprache. Ich habe noch nie was Treffenderes über die Skurrilitäten unseres Satzbaus und unserer vielen langen Wörter gelesen und nie etwas Treffenderes, als es Mark Twain darüber geschrieben hat. Eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Wie übrigens auch die kurze Erzählung Adams Tagebuch oder Evas Tagebuch, die wirklich so geschrieben sind, als wäre er in den ersten Tagen der Schöpfung dabei gewesen, mit allerhand satirischen, Spitzfindigkeiten auf das Eheleben dieses ersten Paares, wenn man so möchte. Und das ist ein Genuss Comedy, um dieses neumodische Wort zu benutzen, an diese Qualität heute die wenigsten heranreichen, die man so im Fernsehen sieht. Wenn Sie auch diese Abhandlung mal finden, Adams Tagebuch und Evas Tagebuch, zwei kurze Erzählungen, die besonders viel Spaß machen, wenn man sie miteinander kombiniert und dann vielleicht in Rollenverteilung liest. Das habe ich mal für eine Lesung so gemacht. Wenn Sie das mal finden, lesen Sie es durch und machen Sie sich damit eine vergnügliche Stunde, wirklich eine schöne Literatur. Und Mark Twain hätte mit Sicherheit an der Opulenz dieser Zigarre und an der Aromenvielfalt, die ja auch in seinen Werken steckt, seine Freude gehabt. Ihnen möchte ich nun auch empfehlen, die Zigarre einmal zu probieren und vielleicht mir reinzuschreiben, wie sie Ihnen geschmeckt hat, welche Aromen Sie rausgeschmeckt haben, denn das ist ja von Gaumen zu Gaumen durchaus etwas unterschiedlich. Ich freue mich immer über Ihre Kommentare und wünsche Ihnen einen schönen Genuss an dieser Christoph Ligero Maduro und denken Sie daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.